Mimi für immer gesperrt. Das ist der Grund. Wir werden einfach mal schauen, was da los ist. Also Mimi hat ein Video auf seinem zweiten Kanal gemacht, obwohl der auf seinem ersten Kanal genau in der Zeit gestrikt war. Mit der Sperrungen. Vor ungefähr 2 Wochen hat YouTube den Videokünstler Mimi mit ungefähr 850.000 Abonnenten von YouTube gesperrt. Und nicht nur das, auch sein Zweitkanal Mimi2 wurde von YouTube entfernt, obwohl beide Kanäle nicht mal einen einzigen Strike hatten. An dieser Stelle sei direkt gesagt, dass die Sperre von Mimi wohl erstmal aufrechterhalten bleibt. Das bedeutet, wenn ihr ihn unterstützen wollt, dann folgt ihm auf Instagram. Er hat jetzt auch einen Twitch-Kanal, wo er aktiv durchziehen möchte und natürlich auch Twitter. Alle 3 Sachen findet ihr oben in der Beschreibung verlinkt. Momentan gibt es ja mal wieder einige Fehler seitens YouTube, weswegen immer mal wieder irgendwelche Videos oder Kanäle gesperrt bzw. gestrikt werden, wie das zum Beispiel auch... Und deswegen kann ich euch sagen, macht euch, wenn ihr irgendwie mal von irgendwas leben wollt, sage ich mal im Internet, dann baut euch mehrere Standbeine auf. Wurde mir das letzte Mal auch reingeschrieben, ja, man muss sich da mehrere Standbeine aufbauen. Das ist einfach der Grund. YouTube kann einfach deinen Kanal so gefühlt entziehen. Und das ist halt belastend. Letzte Woche Hey Moritz passiert ist. Deswegen sind viele davon ausgegangen, dass es sich hierbei einfach um einen Fehler handelt und Mimi in ein paar Tagen wieder da ist. Mimi hat das Ganze ja auch auf Twitter veröffentlicht und der Team YouTube Twitter Account hatte darunter auch kommentiert, dass sie das ans zuständige Team weitergeleitet haben. 2 Tage später kam dann allerdings eine Antwort, mit der wahrscheinlich niemand gerechnet hat. Hallo @MimiTV. Bei der Überprüfung konnte das bestätigen, dass deine Kanäle wegen Verstoßes gegen die Community-Richtlinien von YouTube korrekt gekündigt wurden. Unser Team wird sich per E-Mail mit weiteren Details in Verbindung setzen. Man muss hier aber zumindest mal lobend erwähnen, dass YouTube mit solchen Sperrungen wenigstens sehr transparent umgeht. Denn Mimi hat ungefähr 4 oder 5 Mal nachgefragt, bis sie ihm dann auch wirklich gesagt haben, weswegen genau er eigentlich gesperrt worden ist. Es hieß immer nur... Das ist so dumm. Also, weißt du, es wird gefragt und die geben halt keine Antwort und dann so nach gefühlten 10 Jahren geben die mal eine Antwort, ja, weil du vor einem Jahr mal was gemacht hast. Ja. Wegen den Community-Richtlinien, also wegen dem, was ihr hier gerade seht. Ja, danke YouTube, dann weiß ich ja genau, was ich falsch gemacht habe. Lange wurde also nun spekuliert, warum der YouTube-Kanal von Mimi auf YouTube entfernt worden ist. Ja, moin, ja, so ist es. Ja, noch davon ausgegangen, dass es einfach daran lag, dass Mimi halt gefühlt die letzten 15 Monate nur noch Videos über Leo Mascher und UpRed hochgeladen hat. Ich weiß gar nicht genau, wie viele Payback-Folgen es am Ende gegeben hat, aber zumindest die Reactions von Unge zusammengefasst hat Grund schon, und ja. Da sind irgendwie 12 oder 13 Videos drin. Dadurch lag es natürlich nahe, dass man davon ausgegangen ist, dass er wegen dem Punkt Belästigung und Cybermobbing gesperrt worden ist, obwohl darin auch nicht steht, dass vernünftige und sachliche Kritik verboten ist. YouTube hätte hier aber zumindest sagen können, dass die Kritik von Mimi ja schon rübergekommen ist und das Ganze jetzt einfach nur noch belästigend ist, wenn er wirklich Video nach Video... Ohne Scheiß, KuhnTV macht das mega schlau, um auf 9 Minuten oder um auf über 8 Minuten zu kommen. Er spricht jetzt an, was wir alle gedacht haben und dann spricht er zum Schluss an, was wirklich passiert ist und regt sich dann darüber auf. Eigentlich mega schlau, um nochmal so unsere Gedanken am Anfang zu schildern, um die Zeit nochmal ein bisschen oder um die Spannung nochmal aufzubauen und dann sagt er, ja, aber Mimi wurde nicht wegen dem Grund gebannt. Video nach Video kommt. Explicit das ist Ehre, aber natürlich nicht der Grund gewesen. Und bevor ich euch den jetzt zeige, eine kleine Challenge. Schreibt jetzt in die Kommentare, falls ihr das Video von Mimi dazu noch nicht gesehen habt, warum er gesperrt worden ist. Was könntet ihr euch vorstellen? Was hat Mimi falsch gemacht? Ich hab keine Mimi Ahnung. Hat dazu jetzt ich rate jetzt. Ich kann mir vorstellen, dass er vor einem Jahr gebannt wurde oder gestrikt wurde und währenddessen auf seinem Zweitkanal, genau in der Zeit, als der Strike lief, auf seinem Zweitkanal was hochgeladen hat. Das könnte ich mir vorstellen. Jetzt nehme ich ein Video auf Instagram hochgeladen und dazu sagt er Folgendes. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Auf meinem Hauptkanal hatte ich einen Strike am 19.05.2020 bekommen, der für 14 Tage verhindert hat, dass ich da was auf dem Kanal hochladen kann. Das Video auf Mimi 2 habe ich am 28.05.2020 hochgeladen. Da das aber innerhalb der 14-Tage-Sperre meines Hauptkanals war, wertet YouTube das als Umgehung dieser 14-Tage-Sperre und für YouTube ist es ein schwerwiegender Verstoß gegen die Richtlinien und deswegen wurde ich gesperrt. Und zwar permanent! Winke, winke. Winke, winke. Ich verstehe nicht, warum das zensiert. Also ich verstehe auch nicht, warum die jetzt mittlerweile den Mund nicht mehr zensieren. Ich dachte mir dann nur so, Alter, das kann doch nicht deren Ernst sein. Leo Mascher hatte zu dieser Zeit das Video Unge ist ein Manipulator und Lügner hochgeladen und Mimi konnte zu dem Zeitpunkt kein Video auf seinem Hauptkanal hochladen, da er für eine Payback-Folge einen Strike bekommen hat und deswegen 14 Tage kein Video uploaden konnte. Mimi wollte aber natürlich trotzdem die ganzen Lügen von Leo Mascher wieder aufdecken und hat deswegen ein Video auf seinem Zweitkanal Mimi 2 hochgeladen. Unter anderem hat Leo Mascher nämlich in dem Video erzählt gehabt, dass er das Gewinnspiel mit diesem Schulauftritt ja aufgelöst hat,
obwohl das halt nachweislich falsch gewesen ist. Das darf man aber anscheinend nicht und deswegen ist er jetzt quasi lebenslänglich gesperrt. Ja. Das Lustige ist, dass ich in die Community-Richtlinie, wie der Twitter-Support gesagt hat, einfach mal selber nachgeguckt habe. Aber da steht nirgendwo drin, dass wenn man eine Sperre hat, keine Videos auf anderen Kanälen hochladen darf. Also sehr, sehr transparent auf jeden Fall. Hier, YouTube behält sich außerdem das Recht vor, nach eigenem Ermessen die Möglichkeiten von Creatoren einzuschränken, Inhalte zu erstellen. Wenn ein Konto oder YouTube-Funktion eingeschränkt worden ist, ist es dir auch nicht gestattet, diese Einschränkungen mit einem anderen Kanal zu umgehen. Dass es anscheinend Regeln gibt. Na gut, dann war halt Säumige der Schlaue. Die man als Creator gar nicht mitbekommt, weil die einfach nirgendwo hingeschrieben werden. Was die ich aber keine Ahnung habe, sind Gründe, warum Kanäle gesperrt werden. Und bei Punkt 2 steht da zum Beispiel, bei einmaligem schweren Missbrauch, zum Beispiel bei Verhalten. Das heißt, YouTube stellt das Hochladen eines Videos auf einen Zweitkanal, weil der erste gesperrt ist, mit das Video auf deiner Liste noch nicht, nein. Auch gleich, denn bei beiden Sachen bekommt man ja exakt die gleiche Strafe. Die Kanäle werden einfach ohne Vorwarnung entfernt. Ich finde die Sperre aber auch aus anderen Gründen einfach mega übertrieben. Erstmal wurde das Video, weswegen er gesperrt worden ist, vor 8 Monaten hochgeladen. Das heißt, die letzten 8 Monate hat es halt wirklich niemanden interessiert. Keine Ahnung, ob YouTube da zufällig drauf gekommen ist oder ob ihn irgendwer gemeldet hat, der ihn nicht mag. Das kann ich natürlich nicht sagen. Aber alleine das ist halt schon lächerlich, nach 8 Monaten zu kommen und jetzt... Ey Leute, mich würde es mal interessieren. Also ich persönlich finde das auch lächerlich, was der YouTube gemacht hat. Also an sich, natürlich kannst du sagen, es gibt eine Strafe, weil du umgehst ja gerade eben praktisch eine Richtlinie. Aber YouTube scheißt ja auch so oft selber gegen ihre eigenen Richtlinien, dass es sowieso nicht ernst zu nehmen ist. Deswegen finde ich das nicht ganz so nice, wie die da bei Mimi handeln. Auch beide Kanäle Team, moin. Zu sperren. Was wäre denn so schlimm daran, wenn Mimi hier weiter Videos hochladen würde? Ist ja nicht so, dass er irgendwas Illegales getan hat. Aber auch dafür, den Kanal einfach für immer zu sperren, finde ich halt wirklich einfach viel zu übertrieben. Denn man muss ja auch einfach mal zugeben, dass Mimi halt quasi gar keinen Vorteil dadurch hatte, dass er das Video auf den Zweitkanal hochgeladen hat. Erstmal hat er natürlich nicht so eine große Reichweite, aber darüber hinaus war das auch das einzige Video, was überhaupt auf diesem Kanal hochgeladen wurde. Das heißt, der Kanal war halt nicht mal monetarisiert. Er hat mit diesem Video halt überhaupt gar kein Geld verdient. Es hätte für ihn also wirtschaftlich viel, viel mehr gebracht, einfach diese Woche noch abzuwarten und das Video dann auf dem Hauptkanal hochzuladen. Ich schätze auch einfach mal, dass Mimi, genauso wie jeder andere, auch gar nicht wusste, dass man dann keine Videos hochladen darf, wenn man auf einem Kanal gesperrt ist. Also super Arbeit auf jeden Fall von YouTube, dass man dann sagt, nö, du darfst jetzt nie wieder einen Kanal haben. Abgesehen davon finde ich, dass man die Strafe auch einfach mal in Relation sehen muss. Ich meine, Mimi hat jetzt einen Fehler gemacht, dass er ein Video auf einem Kanal hochgeladen hat, um eine Sperre zu entgehen. Nehmen wir mal an, da steht tatsächlich irgendwo in den Community-Richtlinien und ich habe es einfach überhaupt nicht gefunden. Selbst dann hat er ja quasi die Höchststrafe bekommen, also so gesehen lebenslänglich. Denn er darf, wie gesagt, nie wieder einen Kanal auf dieser Plattform eröffnen. Hey. Nicht in 10 Jahren, nicht... Müsst ihr euch mal überlegen, es gibt einen YouTuber namens Peluchin Entertainment, der seine Katze getötet hat vor der Kamera oder die gequält hat und die dann gestorben ist, weil er die Toilette runtergespült hat, beziehungsweise die ist halt wahrscheinlich nicht ganz in den Abfluss gekommen, sondern die ist halt einfach nur ertrunken und keine Ahnung, ja. Lag dann, was weiß ich, in der Toilette. Er hat die halt gequält, ne, getreten, gehauen mit einem Löffel, was weiß ich, bla, bla. Ich hab da schon ein Video dazu gemacht. Der wurde halt nicht mal gebannt, der hat noch nicht mal einen Strike bekommen. Er hat halt gar nichts bekommen. Erst nach, ich glaube, einem halben Jahr, nach einem Jahr, hat er einen Bann bekommen. Und dann hat er einen zweiten Kanal erstellt. Und der zweite Kanal war halt die ganze Zeit da existent. So, und dann gibt's einen Mimi, der macht einen zweiten Kanal, lädt dort ein Video hoch und wird permanent gebannt. Jahren. Lustigerweise hat YouTube aber gleichzeitig super viele Regeln im Sinne von zum Beispiel Clickbait, wenn im Thumbnail oder Titel was steht, was im Video halt gar nicht vorkommt. Ich kenne tausende YouTuber, die quasi täglich dagegen verstoßen. Ich bekomme nicht mal eine Ministrafe. Nicht mal für 30 Tage keine Einnahmen oder einen Strike oder sonst irgendwas, sondern die werden ignoriert. Aber Mimi, der vor 8 Monaten vielleicht mal einen Fehler gemacht hat, der wird jetzt einfach für immer gesperrt, oder was? Leo Mascher hat in seinem damaligen Video über Unge ebenfalls sehr, sehr viele Lügen verbreitet und hat Unge extrem schlecht dastehen lassen. Das geht wahrscheinlich locker als Belästigung und Cybermobbing durch, wurde aber natürlich nicht gesperrt. Leo Mascher hat wohl laut Mimi dieses Video auch jetzt vor ungefähr einer Woche offline genommen, wahrscheinlich weil er Angst hatte, ebenfalls gestrikt zu werden. Gleichzeitig ist auf dieser Plattform aber anscheinend das Quälen von Tieren erlaubt. Denn YouTube... Ha, lol. Er sagt es sogar auch noch, okay, sehr nice. ...wie Baku oder Just Nemo
Nero haben ja schon des Öfteren Videos dazu hochgeladen, wo sie wirklich einwandfrei beweisen konnten, dass hier einige Leute Tiere in Gefahr oder kurz vor den Tod bringen, um sie dann wie ein Ehrenmann wieder aufzupäppeln, um damit halt Klicks zu bekommen. Und wisst ihr, wer hier gestrikt wurde? Richtig, Just Nero, der Kanal, der darüber aufgeklärt hat. Man muss hier zwar zugeben, dass der Strike auch später wieder entfernt wurde, aber trotzdem hat YouTube nicht den Tierquäler gesperrt, sondern den Kanal, der darüber aufklärt. Und der Kanal von den Tierquäler ist doch immer noch ganz normal erreichbar. Und hier muss man ja auch sagen, dass YouTube spätestens nach dem Just Nero Strike, und irgendwer hat das ja manuell wieder zurückgenommen, auf jeden Fall davon mitbekommen haben müssen. YouTube sperrt halt leider immer mal wieder super unnötig irgendwelche Kanäle. Letztes Jahr hat es zum Beispiel auch Adlerson erwischt, der ja dann nach 7 Monaten wieder reaktiviert worden ist. Der wurde gesperrt, weil er vorher schon mal einen Kanal hatte, der per Strikes entfernt worden ist, und wenn du einmal einen Kanal verloren hast, dann darfst du dir keine neuen machen. Ein Gericht hat hier aber entschieden, dass das irgendwie vor 3 oder 4 Jahren war und das viel zu lange her ist, als dass man jetzt noch diese Regel anwenden kann. Und er hat auch recht bekommen, der Kanal ist ja wieder aufrufbar. Axel wurde ja damals zum Beispiel auch von YouTube gesperrt wegen einigen ein bisschen ekelhaften Videos. Ich glaube vor allem dafür, dass ein Kollege mal in seine Wohnung gegangen ist, um da aufzuräumen, und da war da einfach eine Unterhose mit dicken Bremsstreifen und irgendwie so ein ekelhafter Spucknapf oder nein, so. Nein, das war nicht nur der Kollege, der das gemacht hat. Das war auch Axel selber, der einfach so seine Unterhose in die Kamera gehalten hat und hat gesagt, oh, da ist ja Kackspuren drin und sowas. Richtig widerlich war das, ohne Witz. Bei Axel, ich habe keine Ahnung, was ich zu ihm sagen soll. Finde ich auch, er hat mit einer Sache auch wieder bei der ganzen Thematik reingeschissen, zwar auf Twitter. Da habe ich dann auch selber mal kommentiert, weil ich mir dachte, ey, Axel, was los bei dir? Ja, richtig reingeschissen irgendwie. Wirklich einfach nur dumm gewesen. Ich zeige euch mal ganz kurz, was für ein Tweet war, damit ihr schon mal Bescheid wisst. Also Mimi hat gepostet, falls es jemand juckt, kurz nachdem ich von YouTube gesperrt wurde, hat Leon ganz schnell die Videos gegen Unge, Lügner, Manipulator und Diktator und gegen mich, Psychopath mit sadistischen Zügen, gelöscht. Da hat wohl einer Schiss bekommen. Axel hat drunter geschrieben, Junge, akzeptier es doch bitte einfach. Ich bekomme die ganze Zeit Notifications von vorgeschlagenen Tweets, obwohl ich dir nicht folge und noch nie etwas von dir angeschaut habe. Du bist gebannt und fertig und das, was du gemacht hast, ist Mobbing, egal ob gerechtfertigt oder nicht. Der hat übrigens, glaube ich, noch davor geschrieben, dass er immer nur beleidigt und sowas. Oder hier steht, du bist gebannt und fertig, das, was du gemacht hast, ist Mobbing, egal ob gerechtfertigt oder nicht. Und schreibt aber einen Satz davor, ich habe noch nie etwas von dir geschaut. Wo ich mir so denke, okay, Axel, erstmal warst du auch derjenige, der rechtlich gegen Twitch, glaube ich, vorgehen wollte, weil die ihn gebannt haben. Er hat es auch nicht direkt akzeptiert, genauso wie das ein Mimi nicht akzeptiert. Und dann schreibt er halt so, ich habe noch nie was von dir geschaut, aber du wurdest zu Recht gebannt wegen Cybermobbing. Es liegt ja noch nicht mal daran, dass er gebannt wurde wegen Cybermobbing, sondern wegen dem Strike. Dementsprechend hat er noch nicht mal Ahnung, was überhaupt vorgefallen ist. Deswegen Axel, ganz, ganz weirder Tweet gewesen an der Stelle. Wo man die ganze Spucke da gesehen hat, oh, das war richtig widerlich. Aber auch das finde ich ja... Nee, kenn ich nicht, naja. Das Ding ist, mit dem habe ich mich eigentlich ganz gut verstanden, aber Alter, eigentlich habe ich mit dem nie irgendwas großartig zu tun gehabt. Mimi war der einzige YouTuber, bei dem ich mich auf ein 40-Minuten-Video gefreut habe. Ja, ging halt, war halt schon interessant, ne? War halt schon an sich interessant. Axel Christian Müll, der ist cringe, ja, was nicht so meins. Ich muss sagen, ganz am Anfang, wo der im Hype war, war der echt lustig, weil keiner kannte das, dass sich einer auf die Wampe schlägt, wenn der irgendwas gespendet bekommen hat. Das war an sich ganz lustig, das hat man auch gefeiert, ihn hat man auch an sich so gefeiert, aber irgendwie, also ich muss sagen, so nach einem Monat Hype hatte ich echt keinen Bock mehr drauf. Ich verstehe vor allem nicht, warum YouTube halt direkt immer für immer sperren muss. Wie gesagt, diese Leute dürfen halt, wenn sie nicht wieder entsperrt werden, nicht in 10, 15, 20, 50 oder 100 Jahren einen neuen Kanal machen. Sie sind lebenslänglich von dieser Plattform Verband. In welcher Relation steht das? Vor allem, wenn du einfach nur ein Video auf einen unmonetarisierten zweiten Kanal hochgeladen hast, um über die Lügen eines anderen YouTubers aufzudecken. Was für YouTube anscheinend auch komplett in Ordnung ist. Wie geht das Ganze jetzt weiter? Wie ich schon am Anfang des Videos gesagt habe, könnt ihr Mimi unterstützen. Er will aktiver auf Instagram sein, er wird jetzt anfangen zu streamen und er wird auf Twitter auch einiges posten. Das bedeutet, folgt ihm da auf jeden Fall und sorgt dafür, dass er seine Reichweite nicht komplett verliert, denn einfach mal den YouTube-Kanal zu verlieren mit 850.000 Abonnenten ist halt nicht so toll auf jeden Fall. Gleichzeitig hat er schon gesagt, dass er Google jetzt verklagt hat und seinen Kanal zurückbekommen möchte. Und ich bin natürlich kein Anwalt oder so, aber nach dem Grund wäre es auf jeden Fall bitter, wenn YouTube den Kanal tatsächlich gesperrt lassen kann. Viele sagen zwar immer, YouTube hat doch das Hausrecht, aber nein, das haben sie nicht und das haben vergangene Urteile auch schon gezeigt. Wenn deine Seite so eine riesige Reichweite besitzt, dann kannst du nicht einfach alles sperren, was du möchtest, sondern da gibt es viele Möglichkeiten, um rechtlich dagegen vorzugehen. Allerdings wird das ja wahrscheinlich einige Monate dauern.
dauern, vielleicht ein halbes Jahr, vielleicht ein Jahr, vielleicht auch drei, weiß man nicht. Also unterstützt Mimi auf jeden Fall, wo ihr könnt. Mann. Das war es soweit von mir. Was sagt ihr dazu? Ich finde es, wie gesagt, einfach nur lächerlich und peinlich. Das ist schon traurig, muss ich ehrlich sagen. Schon unangenehm, dass YouTube einfach so mal sagt, obwohl es so viele schändliche Kanäle gibt, die das mehr verdient haben als Mimi, dass sie ja Mimi dahingehend bannen. Ne? Sehr schade. Sehr schade an der Stelle.